Herzlich willkommen zum Video von Tuning Blog über die Honda Africa Twin Adventure Sports, eine der beliebtesten Reise-Enduros auf dem Markt. Im Modelljahr 2024 präsentiert sich die Honda Africa Twin mit einigen bemerkenswerten Neuerungen, die das Fahrerlebnis und die Tourentauglichkeit noch weiter verbessern. Das Herzstück der Africa Twin Adventure Sports ist der kraftvolle 1084 Kubikzentimeter Parallel-Twin-Motor, der in der 2024er Version mit einer Leistung von 102 PS bei 7500 Umdrehungen pro Minute glänzt. Besonders hervorzuheben ist das erhöhte Drehmoment. Mit nun 112 Newtonmetern, die schon bei 5500 Umdrehungen anliegen, verspricht der Motor einen spürbar besseren Durchzug, vor allem im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Dieser Leistungszuwachs wird durch ein neues Verdichtungsverhältnis von 10,5:1 sowie Anpassungen an Ventilsteuerung und Elektronik erzielt. Auch das überarbeitete Auspuffsystem trägt zur Verbesserung des Ansprechverhaltens bei. Ein weiteres Highlight ist das neue 19-Zoll-Vorderrad mit breiterem 110/80 Reifen, der für verbesserte Stabilität sorgt. Die Federwege wurden um 2 cm gekürzt und liegen nun bei 210 mm vorne und 200 mm hinten, was die Fahrstabilität und das Feedback am Vorderrad verstärkt. Die niedrigere Sitzhöhe zwischen 835 und 855 mm und der tiefere Schwerpunkt um 2,5 cm machen die Honda für eine breitere Fahrergemeinde zugänglich und komfortabler im Handling. Auch die überarbeitete Verkleidung sowie das fünfstufig verstellbare Windschild tragen zum verbesserten Windschutz bei und sorgen so für ein entspanntes Fahrerlebnis auch auf langen Touren. Die Honda Africa Twin Adventure Sports bietet zusätzlich serienmäßig das EERA-Fahrwerk, was für eine optimale Federung sorgt. In Verbindung mit den Heizgriffen und dem Tempomat wird das Fahrerlebnis auch an kälteren Tagen komfortabler. Für den Einsatz in der Stadt überzeugt die Honda mit ihrem optionalen Doppelkupplungsgetriebe, DCT, das besonders im Stop-and-Go-Verkehr einen großen Vorteil darstellt. Es ermöglicht ein sanftes Rollen und sorgt durch eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und die gute Manövrierbarkeit dafür, dass auch Stadtfahrten zum Vergnügen werden. Der Komfort der Honda Africa Twin Adventure Sports wird durch die optimierte Sitzbank, die mit 15 mm stärker gepolstert ist und eine verbesserte Dichte bietet, noch erhöht. Die großzügige Tankkapazität erlaubt es zudem, längere Etappen von bis zu 450 Kilometern ohne Tankstopp zu bewältigen. Allerdings könnte es für größere Fahrer bei der höchsten Einstellung des Windschilds zu Turbulenzen am Helm kommen, da die Abrisskante auf Höhe des Visiers liegen kann. Bei der Nutzung als Reisemotorrad zeigt die Africa Twin ihre Stärke. Sie ist nicht nur zuverlässig, sondern auch komfortabel auf langen Strecken und bietet eine Anpassung der Sitzhöhe, die eine gute Integration des Fahrers ermöglicht. Ein kleiner Nachteil könnte sein, dass das Fahrwerk für den Soziusbetrieb manuell eingestellt werden muss. Doch durch das EERA-Fahrwerk kann auch bei höherer Belastung ein hohes Komfortniveau gewährleistet werden, das sich auf längeren Touren auszahlt. Die Africa Twin Adventure Sports überzeugt mit Features, die auch anspruchsvolle Motorradfans schätzen werden. So bietet sie beispielsweise Apple CarPlay und Android Auto-Integration, wodurch sich das Navigieren und die Bedienung des Smartphones auch während der Fahrt einfach gestalten lassen. Für viele Fahrer dürfte auch der Vorteil in der Wartung von Interesse sein. Denn Honda schreibt ein Serviceintervall von 12.000 Kilometern oder jährlich vor, was sie im Vergleich etwas weniger wartungsintensiv macht. Alles in allem ist die Honda Africa Twin Adventure Sports 2024 eine vielseitige Reise-Enduro, die Fahrspaß und Funktionalität hervorragend vereint. Die Neuerungen und Verbesserungen machen sie nicht nur komfortabler und zugänglicher, sondern sorgen dafür, dass sie auch in unterschiedlichen Fahrsituationen souverän bleibt, sei es auf der Landstraße, im Stadtverkehr oder auf langen Touren. Wer ein starkes, zuverlässiges Motorrad für ausgedehnte Abenteuer sucht, trifft mit der Honda Adventure Sports eine hervorragende Wahl. Die neue Honda CRF's 100L Africa Twin Adventure Sports ES ist eine Maschine für echte Abenteurer. Diese Enduro punktet mit einem besonders hohen Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich, was vor allem beim Überholen eine beeindruckende Beschleunigung ermöglicht.
Mit ihrem 19 Zoll Vorderrad und dem breiten 110/80 Reifen bietet sie optimalen Grip und ein besonders präzises Handling, das auf jeder Straße für Sicherheit und Fahrspaß sorgt. Die Sitzhöhe wurde abgesenkt und lässt sich zwischen 835 und 855 mm flexibel anpassen, sodass auch kleinere Fahrerinnen und Fahrer eine ideale Sitzposition finden. Die elektrisch verstellbare Showa IER-Aufhängung sorgt dabei für eine perfekte Abstimmung des Fahrwerks. Ganz gleich, ob du auf glattem Asphalt oder holprigen Offroad-Strecken unterwegs bist. Neben dem Fahrwerk wurden auch die Verkleidung und das Windschild überarbeitet, um den Windschutz zu verbessern. Das Windschild lässt sich in 5 Stufen verstellen, sodass du je nach Wetter und Geschwindigkeit den perfekten Schutz findest. Das neue Design der oberen Verkleidung leitet den Luftstrom um den Oberkörper, was vor allem auf langen Strecken die Ermüdung reduziert und für entspanntes Fahren sorgt. Der großzügige Tank der Africa Twin Adventure Sports ES fasst 24,8 Liter, was eine Reichweite von bis zu 509 Kilometern ermöglicht. Ideal für ausgedehnte Touren, bei denen du die Natur in vollen Zügen genießen kannst. Die technische Ausstattung der Africa Twin Adventure Sports ES ist auf höchstem Niveau. Die 6-Achsen-IMU erfasst kontinuierlich die Fahrbedingungen und passt wichtige Funktionen wie die Traktionskontrolle, die Wheelie-Kontrolle, das Kurven-ABS und das Kurvenlicht automatisch an. Diese Systeme sorgen dafür, dass die Maschine stets optimal an die aktuellen Fahrverhältnisse angepasst ist, was den Komfort und die Sicherheit erhöht. Das Herzstück des Cockpits ist ein 6,5 Zoll großer TFT-Touchscreen, der sowohl per Touch als auch über Bluetooth mit deinem Smartphone verbunden werden kann. Die Integration von Apple CarPlay und Android Auto macht es möglich, Navigation, Anrufe und Musik direkt über das Display zu steuern, eine Funktion, die das Reisen noch bequemer macht. Der Motor der Africa Twin wurde für das Modelljahr 2024 überarbeitet und bietet nun etwa 7% mehr Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich. Diese Leistungssteigerung wurde durch ein höheres Verdichtungsverhältnis von 10,5 zu 1 und durch eine optimierte Ansaug- und Auspuffanlage erreicht. Die Spitzenleistung bleibt bei kräftigen 101 PS und die präzise Abstimmung der elektronischen Drosselklappe sorgt dafür, dass du stets die volle Kontrolle über die Maschine hast. Auch der Klang des Motors wurde verbessert. Er klingt satter und kraftvoller, was jedem Dreh am Gasgriff eine besonders dynamische Note verleiht. Die Africa Twin Adventure Sports ES ist nicht nur für den Alltag gebaut, sondern bietet auch zahlreiche Möglichkeiten, sie individuell anzupassen. Das Urban-Paket ist in Kunststoff oder Aluminium erhältlich und umfasst ein Topcase, das großzügig Platz für 2 Integralhelme bietet. Die Rallye-Variante ist ideal für Offroad-Abenteuer und enthält breitere Fußrasten sowie Schutzteile für Motor und Kühler. Für Langstrecken bietet das Reisepaket Seitenkoffer mit viel Stauraum und Komfortfußrasten, um auch für den Sozius ein bequemes Reisen zu ermöglichen. Wer wirklich lange Touren plant, für den bietet das Abenteuerpaket zusätzliche Frontbügel aus korrosionsbeständigem Edelstahl, Nebelscheinwerfer und einen praktischen Tankrucksack. Insgesamt bietet die Honda CRF I-1100L Africa Twin Adventure Sports ES alles, was man von einer modernen Adventure-Bike erwartet. Und noch mehr. Das Zusammenspiel aus Leistung, Komfort und modernster Technik macht sie zur idealen Begleiterin für alle, die das Abenteuer suchen und dabei nicht auf Komfort und Sicherheit verzichten möchten. Mit ihrem einzigartigen Design und der Vielzahl an verfügbaren Paketen lässt sich die Africa Twin Adventure Sports ES auf jeden Fahrer und jede Strecke individuell anpassen. Wenn dir dieses Modell gefällt und du neugierig auf eine Probefahrt bist, dann zögere nicht, eine anzufragen. Und vergiss nicht, uns ein Abo dazulassen, um stets die neuesten Infos und Tests zu erhalten.